Heute zeige ich Ihnen einen ganz besonderen, einzigartigen Camper und der ist auch noch sofort verfügbar. Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zum Ratgeber Handicap. Wir haben hier einen Ford Custom umgebaut zum Camper. Im Gegensatz zu unseren anderen Fahrzeugen, die wir grundsätzlich zeigen in der Kategorie, hat dieses Fahrzeug noch keinen Lift, der natürlich für einen Rollstuhlfahrer ohne weiteres unter das Fahrzeug gebaut werden kann. Hier befindet sich im Moment eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe, die wie gesagt durch einen Unterflurkassettenlift ersetzt werden kann. Ja, wenn man jetzt ins Fahrzeug hineinschaut, hat man sofort einen sehr schönen Wohlfühlcharakter, wie zu Hause, in seinem Wohnzimmer, in seinem Schlafzimmer, in seiner Küche, denn das wird hier alles in einem kombiniert. Wir haben hier einen Tisch, wir haben hier unsere Küchenzeile. Hier befindet sich der Herd mit zwei Flammen, das Waschbecken. Wir haben etliche Möglichkeiten für die Ablage, jede Menge Ausziehfächer, Schubladen, Rollos, ja, zum Verstauen von Utensilien, wo ich ganz viel Equipment unterbringen kann. Hier vorne haben wir zwei Drehsitze, das heißt, ich kann mich auch bequem auf die Sitze setzen oder hier auf die Sitzbank. Gefahren werden kann das Fahrzeug oder mitfahren können 5 Leute, der Fahrer plus 3 Beifahrer oder wie gesagt auch ein Rollstuhlfahrer, wenn der Lift verbaut ist. Ja, und wie man in dem Fahrzeug übernachten kann, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Bevor man dann das Bett baut, wird der Tisch einfach weggenommen. Man stellt den ganz bequem hier an die Seite und das Bett baut man dann so, indem man das erstmal nach vorne zieht, dann hier entriegelt und umklappt. Und so habe ich dann sofort ein wunderbares Bett, wo man auch ganz bequem zu zweit schlafen kann. Ja, selbstverständlich haben wir noch einen Kofferraum mit entsprechendem Stauraum. Den schauen wir uns auch mal an. Ja, wie man sehen kann, haben wir hier im Kofferraum auch ausreichend Stauraum. Unter der Sitzbank, jetzt unter dem Bett. Auch für lange Teile, je nach Hobby, was man mitnehmen möchte. Hier sind die Schränke, auch von hinten zu B- oder Entladen. Und was natürlich auch sehr interessant ist, ich kann hier unter der Heckklappe noch ein Zelt bauen. Es gibt also entsprechende Zelte, die werden hier an der Klappe befestigt und hätte dann diesen ganzen Raum hier noch als Zelt dazu. Ja, so haben wir ein sehr kompaktes Fahrzeug, ist ein Ford Custom, gibt es natürlich auch baugleich mit anderen Modellen, als Camper umgebaut zum Schlafen für 2 Personen. Beifahrer können hier 3 Leute bzw. 4 sein, plus Fahrer, also 5 insgesamt. Wir können einen entsprechenden Kassettenlift verbauen, sodass Rollstuhlfahrer in das Fahrzeug hineinkommen. Selbstverständlich kann das Fahrzeug dann auch, wenn es ein Automatikfahrzeug ist, mit entsprechenden Fahrhilfen umgebaut werden. Und so hat man ein wirkliches Fahrzeug, was alltagstauglich ist, aber auch als Camper genutzt werden kann. Ja, weitere Informationen und Preise zu dem Fahrzeug nehmen Sie bitte der Anlage oder schauen Sie auf unserer Homepage nach. Verfügbar ist das Fahrzeug sofort, also Sie können tatsächlich, wenn Sie es möchten, das Fahrzeug sofort kaufen und ja, in dieser Saison noch nutzen. Sollten Sie weitere Fragen haben zu Camper-Umbauten, zu anderen Fahrzeugumbauten oder zu dem Thema Führerschein mit Handicap, kontaktieren Sie uns, nehmen Sie mit uns Kontakt auf, schreiben Sie uns eine E-Mail. Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen. Vielen Dank.